Mann, wenn du allein bist, ist die Nacht echt gruselig. Der Tag ist der Hammer. Die Nacht ist gruselig. Der Tag ist der Hammer. Die Nacht ist gruselig. Ob wir ihn wohl jemals finden werden? Aber sicher, die Unannehmlichkeiten Ecuadors liegen hinter uns. Meine Coca-Blattsucht ist unter Kontrolle. Und Bart sitzt endlich fest in diesem Paradies über den Wolken. Bart! Wo steckst du, Bart? Ist er das? Oh nein, das ist nur ein Busch. Sicher das Werk von Viracocha, der Gottheit der fiesen Tricks. Ihr seht völlig fertig aus. Vielleicht solltet ihr euch etwas ausruhen. Nein, ich werde nicht rasten, bevor ich meinen Jungen gefunden habe. Und dann werde ich ihn nie wieder aus den Augen lassen. Sei gegrüßt, Sonnenmutter mit dem Himmelshaar. Ich brauche keine neuen Freunde. Ich bin nur auf der Suche nach meinem Jungen. Ich muss ihn dringend vor sich selber schützen. So wie die Mütter im alten Machu Picchu damals ihre Kinder geschützt haben. Unsere Mütter waren die überfürsorglichsten in der gesamten Metropolregion von Machu Picchu. Sie zwangen ihre Kinder, innerhalb der Mauern dieser Bergstadt zu leben. Diese Mauern sehen sehr sicher aus. Mauern, die Gefahren abhalten, halten auch Wissen ab. Unser Nachwuchs lernte nie, allein zu überleben. Und als sie erwachsen waren, hatten sie keine Chance gegen die Conquistadores. Ja. Oh mein Gott, Sie haben mir eine wertvolle Lektion erteilt. War keine Absicht. Ich plaudere gern. Ich habe meinen Laden vor ein paar Jahren verkauft und vermisse die Gespräche. Ich kann nicht immer für Bart da sein, wenn er mich braucht. Er muss also lernen, allein zurechtzukommen. Der Computer sagt, Bart steht auf dem Computer. Ich sehe nur einen dämlichen Vogel mit einem Ortungschip am Fuß. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Hey! Oh Gott sei Dank geht es dir gut. Wart ihr etwa weg? Wir waren 2 Wochen weg. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe eine 5000 Kilometer lange Autofahrt hinter mir. Ich muss mich frisch machen. Oh! Nie wieder wegfahren? Wo ist Maggie? Oh, sie ist...